So, liebe Leute, wir reagieren jetzt auf ein Video namens Bike on Fire. Mal gucken, was da so krasses abgeht. Ja. Rein da, let's go. Angetäuscht, Antäuscher nennt man das. Hops genommen. Wie viel Pech kann man aber nur haben, bitte? Geil. Ah, Natalie oder was? Spaß. Oha, wow. Warum macht man sowas? Nee. Weil wer schon wieder sauer, wenn man seinen Hund so rumlaufen lässt? Verstehe ich auch nicht, vor allem auf der Landstraße. Ey, komplett wirklich? Ohne Leine gar nichts. Also. Ja, direkt. Nee. Oh nein. Die mussten schon gut hart abbremsen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen scheiße von dem LKW. Mala. United States. Opa, vidi, McLaren, bravo, Meistere, bravo, bravo. Was soll, welche Sprache ist denn das? Keine Ahnung, ich hab ja nicht verstanden. Bravo, bravo, bravo. Bravo ist auch türkisch, bravo, also sowas wie, weißt du. Halt. Ja, bravo. Danke, oh, kakas verka, brat. Hä? Was war denn da jetzt, egal? Motorrad raucht? Oh! Kabelbrand oder so. Stanley, das wird schon mal. The electrics are burning. Ja. Oh, 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 Stanley, gori oft. Ja. Unutra, Stanley, Stanley. Aber was willst du machen an der Stelle? Wenn es brennt, dann, wenn du kein Wasser hast, ist okay. Bisschen Erde passt schon. Wie das aussieht. Das ist so geil, weil das so. Steuergerät wow. Aus. Oh, ey. Checke das so, wenn Brate Bar da durch. Chat, KTM, ne? Nichts gegen KTM, aber er fährt eine KTM, Bruder. Wollt schon mal gesagt haben. Ja? Oha. Dai, 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 kako se zove. Batterie ab. You have water? Schwer, er hat doch kein Werkzeug da. Oha. Oha. Was ist da los? Ist ja einfach angegangen. Ja, von alleine. Wahrscheinlich Kurzen, genau. Kurzschluss. Sam, jebeni Motor, krene. Einfach Steuergerät abklemmen. Schon wieder. Oh, jetzt brennt's. Jetzt brennt's aber. Krass. Kurat, jetzt nehmen wir Chance. Einfach, ey, was willst du da auch machen, ne? So. Ey, ey! Drži kočnicu, drži kočnicu! Drži kočnicu! Da wird er wohl irgendwann Wasser haben. Warum klingelt man denn nicht da? Klingel doch!
Mich interessiert, ob der Schlüssel noch steckt. Mich interessiert, ob der da nicht mal klingeln kann und Wasser aus der Leitung holen. Aber glaub mir, du hast Panik an der. Also, das ist so ein. Ja, wenn ich Wasser will, dann gehe ich da hin und sage, gib Wasser. Sicherung Starter ziehen. Ja, Kimi, ich glaube, auf sowas kommt man nicht. Ich hätte da schon Dings rausgezogen. Steuergerät. Das hing ja einfach, Stecker ab und raus. Einfach rausreißen. Aber du hast halt Panik in dem Moment. Jetzt die Batterie auch tot, jetzt brauchst du eh nicht mehr. Wow! Akku kre. Geil. Also der Clip war schon. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an Kulu, wo irgendwie wegen seiner Ducati irgendwie so. Aha! Ui. Oha! Ist der bestimmt stumpf, oder? Ich glaube nicht. Ja, dann soll er mal was schneiden, um zu zeigen, dass die nicht stumpf sind. So Ninja Fruit mäßig, dieses Melone oder so. Ich soll mal ein paar Melonen schneiden. Ich glaube, die mehr auch nicht. What is going on? How's it going, man? Good, how are you? Couldn't see your plate, still can't really read. Oh, is it covered in mud? You're all mudded up at the back. Here, oh, buddy. Man, I'm like they're literally going to the car wash right there. Yeah, no problem. No problem. Oh. You got your driver's license on trip? Yeah, you want to do everything? That's cool. Me as well, we got you here. Ich glaube, in Amerika kannst du auch ohne einfach unzensiert. Kanada, sorry. Ja, ist ja. Aber ist ja auch, ich glaube, da ist auch so unzensiert einfach hochladen, ne? Ich glaube, da gibt es nicht so harte Gesetze mit Datenschutz, Martenschutz, hieß das. Immer wenn ich Clips sehe in USA, die Gesichter. Ja, das ist ja nicht USA. Ja, Kanada, USA, die Gegend, dann zeigen die immer die Gesichter, also zensieren nie halt. Das ist der allgemeine Datenschutz auch nicht so. Keine Ahnung, da filmt einfach jeder. Wenn ein Bulle irgendjemanden festnimmt, direkt die filmen alle. Und keiner sagt nicht aufnehmen oder so. Hier direkt, die reißen Handy aus seiner Hand raus. Ja, yeah, no, I'll grab it for you. Yeah, you don't mind seeing. Yeah. Where are you coming from today? The trails, yeah. Trails, man? Yeah, okay. Yeah, we just wanted to make sure that you're all legit there. Like I said, we just couldn't see it, so. Normal legit. I've never been pulled over before, and then I got, last night they got me, and then you guys got me again today. Oh, when they pulled you over for yesterday? My light was out. Oh. But yeah, oh, okay. I'm going to wash it, and I'm going to pick up a brand new one right now. One of those days, eh? Fair enough. When it rains, it pours. You still on, Hä, wieso zensiert er jetzt? Also, das verstehe ich nicht. Weil man da vielleicht seinen Führerschein. Ach so, ah ja, sorry, ich habe gar nicht dran nachgedacht. Excellent. He's getting helmet off too, man. So. Yeah, sure. Helm runter. Not a problem. Aber es ist ein korrekter Kopf, so wie es aussieht. No, I know, it's been a while. Thanks, man. Sure. Was ja nett. Alright, we'll be right with you, everybody. Not a problem. All good, everybody, here you go. Yeah, not a problem. Thanks. I'll try that. Sorry, again, we said once you can't see it, then we just want to make sure. Yeah, that's totally fair. Legit. I just kind of spaced. Noch? Ach, nee, die sind schon korrekt. Oh, I did. As you can see. Er sagt sogar, genieß deinen Tag und so. Year ist and korrekt. A half I've had this bike. I've never actually been pulled over. Now I get pulled over twice. In under 24 hours. Er erzählt, dass er zweimal angehalten wurde innerhalb von 24 Stunden. Ich habe es geschafft, auf dem Weg zur Arbeit dreimal angehalten zu werden. Ja, du bist auch Rekordhalterin. Ja, safe. Warte, lies mal oben. Was steht da? Abibukashak Basiok Jor Motovlog. Alter. Ach so, jetzt habe ich es. Abibukash Basior. Ja, was? Abibukach Basior, das heißt, das heißt, Bruder, wie viel drückt er oder drückt es, Motovlog? Perhaps the biker goes a little too fast for his girl on the back. Unverantwortlich, du weißt selber, wie das ist. So was macht man nicht. Da sieht man schon, die klopft ab. Hey, hör auf, so schnell zu fahren, du kleiner Kelp. Und er sagt sogar auf Türkisch, ich krieg gerade Schläge von meiner Freundin. Scheint ein Türkending zu sein, zu schnell zu sein. Warum? Sakin ol. İyi misin?
Er sagt, beruhig dich, geht's dir gut. İyi misin? Lan dur, hızlı gitmedim ya. Er sagt noch, ich bin gar nicht schnell gefahren. Yaptın mı? Ey Bruder. Saçmalama, bir şey yok ya. O kadar mı korktun? Lan bir gazladım sadece ya. Er sagt, ich hab doch nur ein bisschen Gas gegeben, wenn ich. Şşt. Ey Bruder, das macht man doch nicht. Tamam, sakin ol. Suyumuz nerede? Dur. Tamam. Al bir su iç. Tamam. Al bir su iç, tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Alter, ich hätte ihn zusammengeschlagen. Sakin ol, tamam. Tamam, bir şey yok, sakin ol. Ne? Allah Allah. Bak, sana bir şey diyeyim mi? Bak, gerçekten basmadım. Yemin ederim basmadım. Er sagt, guck mal, er sagt, ich schwöre, ich hab kein Gas gegeben. Er sagt sogar, yemin ederim, also er schwört, dass er kein Gas gegeben hat. Aber wir haben doch gerade gesehen, der ist doch übelst schnell gefahren. Der ist über 160 gefahren. Alter, ohne Scheiß, sorry, aber wie mein Fahrer, die lügen, der Gegner lügt, wir sind niemals zu schnell gefahren, wir sind 60 gefahren, Unfallgutachten 140, ah ja. Ey, nee. Wenn du alleine bist, scheiß drauf, was Nein, ist scheiß drauf? Nein, auch nicht dann, dann gefährdest du andere, dann spring von mir aus irgendwo runter, wo es kein Schwein juckt, wenn du dich umbringen willst. Nee, aber nicht mit, wenn du, es ist Verantwortung einfach, du kannst doch nicht hinten eine Dame oder irgendjemand. Naja, sag ich ja, deswegen, wenn du dich selber umbringen möchtest, dann spring irgendwo runter, wo es kein juckt. Sakin ol, sakin. Bassan bir şey olmaz, bassan. Ben zaten hiç hızlı gitmiyorum. Alakam yok. Wenn du das verstehen würdest, du würdest noch mehr ausrasten. Er sagt, ich fahr doch niemals schnell. Wenn ich schnell fahren würde, dann würde ich halt, würdest du es halt sehen und so. Also er verleugnet es immer noch. Bakalım okula alacaklar mı? Kaçak seni. Bak, yemin ederim basmadım ya. Yemin ederim basmadım. Er schwört immer noch. Bir tuttum böyle. Bir kere çek. Wie dumm ist er denn, dass er den Clip dann einschickt? Nee, das hat er bestimmt nicht eingeschickt. Hat bestimmt Dings geklaut einfach den Clip. Ja, aber er hat das doch irgendwo hochgeladen, er selber. Ja, ja, klar. Was ist er denn für ein Hund? Ja, Klicks, das bringt Klicks. Das ist ihm egal, Hauptsache Klicks. Ey, oh nee, nee, einfach nein. Einfach nein. Wenn ich den sehe, wenn wir in der Türkei sind, ich finde den. Çevirdim ya bu. Şimdi sıraları var biliyor musun? Tek teker. Hazır mısın? Bunun bir üstü o. Jetzt sagt er, jetzt fahren wir mal Wheelie mit dir zusammen. Ehrenlos, ey wirklich. Was ist ein Hund? Also wir Bus fahren. Gel, bir şey olmaz, gel. Kaskını güzel bağla. Bakalım bizi okula alacaklar mı? Ama yani yemin ederim basmadım ya. Fährt jetzt ohne sie weg? Nee, sie ist weg. Hilfsbereiter Bruder. Ist nichts verkehrt dran. Hätte ich auch gemacht. Kappa. Ah. Aber ist jetzt kein Clip, den man eigentlich zeigen kann. Was haben wir? Das ist normal halt. Daniel, Güte. Ach, was liegt denn da auf der Straße rum, Alter? Regal? Normal. Guck mal, die fahren einfach weiter, anstatt zu bremsen. Was sucht denn da ein Regal einfach auf der Straße? Verstehe ich nicht. Halber Ikea auf der Straße, sehe ich auch so. Ich glaube, das war's jetzt mit dem Clip. Ja, ist vorbei. So, Chat. Waren auf jeden Fall auch gute Clips mit bei, ne? Vor allem ja. Das mit der Ducati, das fand ich schon heftig ein bisschen. Dass die Scheiße einfach weiter angeht. Gibt's das doch, war KTM. Ducati sage ich wegen Kuluwu jetzt auf einmal. KTM natürlich. Sorry. Wenn euch dem Video gefallen hat, dann gebt den ganzen bitte den Daumen hoch. Genau so sehe ich es auch.